Freitag, 9. Dezember 2016, 10.35 Uhr. Ich befinde mich auf der Seite www.kräuter-verzeichnis.de und ich werde jetzt über die Kunst des Loslassens vorlesen. Genau, über die Kunst des Loslassens. Ah, ich kenne den Text noch nicht. Aber ich war gerade kacken. Ich sitz jetzt so auf meiner Klobrille und kacke ins Klo. Kokorin, ja. Ich trinke gerade grünen Tee. Und habe jetzt schon geweint. Habe jetzt schon geweint, weil ich traurig darüber wurde, dass ich immer traurig bin. Darüber musste ich heute schon weinen. Die Tränen habe ich heute schon losgelassen. Den Ballast habe ich heute schon abgeworfen. Ja, aber ich finde, schon der erste Satz ist wichtig. So paradox es auch klingen mag, in der westlichen Welt leiden die Menschen eher unter einem zu viel als unter einem zu wenig. Oh, ich kann mich vor Liebe nicht retten. Spucknapf. Das Geisterklipper, der kommt ein Spucknapf. Deswegen ist es auch wichtig, loslassen zu können. Denn dadurch gelingt es uns, ein leichteres und glücklicheres Leben zu leben. Ohne den Ballast, der sich im Laufe der Zeit in unser Leben eingeschlichen hat. Ja, der viele Ballast. Viel Ballast. Gerade hier. Gerade der Ballast hier, ja. So, guck mal. Also, so. Ja, ne? So das da. Das, was dann da so im Profil nach unten hängt, ja. Ist viel Ballast. Ist viel Kummer, Speck. Ist ganz, ganz doll viel Kummer, Speck. Will ich loslassen? Ich möchte den endlich loslassen. Heutzutage gibt es kaum mehr jemanden, der unter Hunger oder unter Durst leidet. Vielmehr leiden heutzutage viele Leute unter Übergewicht durch zu viel Fett und zu viel Zucker. Gleichzeitig machen viele Menschen zu wenig Sport. Habe ich heute auch schon dran gedacht. Früher hatten wir einmal in der Woche 90 Minuten Bewegung. Regelmäßig, nur nicht in Ferien. Ja. Da gab es Matten und da gab es so Sprossenwände und Bänke und ganz viele tolle Sportgeräte, die der ja so nie irgendwie, geht ja so nicht. Nicht so. Ich wünsche mir eine Turnhalle. Ich möchte eine Turnhalle besuchen können, immer wenn ich will, immer wenn ich Lust dazu habe. Ja. Oder den Dachboden, wo so Zeug rumliegt. Hinzu kommt der ständige Termindruck, die ständigen Pflichten, die verpassten Möglichkeiten. Jeder von uns hat wohl schon einmal das Gefühl gehabt, dass sich etwas ändern muss in seinem Leben, dass weniger manchmal mehr wäre. Viele wollen sich von dem angesammelten Kram trennen, der schon lange mehr Last als Lust bedeutet. Es gibt ja den vermeintlich witzigen Spruch, wer aufräumt, ist nur zu faul zu suchen. Aber wir sind alle süchtig, haben keinen Bock mehr zu suchen. Wir wollen finden. Finden. Allein schon der Klang des Wortes suchen. Suchen. Küchen, suchen, finden, 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 finden. Das ist doch viel schöner als suchen, oder? Ich bin das nicht.
Ich meine, das ist nicht, oder? Was sich im ersten Moment vielleicht ganz witzig anhört, kann aber tatsächlich zu einem Problem werden. Das ständige Suchen nach Dingen beansprucht zu viel Zeit und Nerven, sodass andere, schönere Dinge deshalb zu kurz kommen. Und Aufräumen ist dabei nicht nur die Wohnung gemeint, sondern das ganze Leben. Das Leben aufräumen. Man sollte sich, ja, man sollte, ich sage ja gerne, das Wort sollen ist ja liebefremd, aber Mann in dem Fall, man sollte sich also daran machen, sein Leben aufzuräumen und unnötige Dinge loszulassen. So bekommt man wieder mehr Luft und wieder mehr Zeit für all die schönen Sachen, denen man sich bisher zu wenig widmen konnte. Ich hätte mal ein sehr viel schöneres Leben, so rein Freude, anteilsmäßig, ja, sich wieder haben. Sonst wäre ich nicht glücklich. Ich bekomme es wieder. Den man sich bisher zu wenig widmen konnte. Man könnte auch sagen, dass man durch das Loslassen, beziehungsweise schon durch den Gedanken daran, etwas loslassen zu können und nicht krampfhaft daran festhalten zu müssen, erkennen kann, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist und was eigentlich unwichtig ist. Und ist erst einmal der erste Schritt getan, so erkennt man auch, dass das eigene Leben wirklich prägt. Und was uns wirklich ausmacht. Das Loslassen kann dabei sogar Freude machen. Denken Sie nur einmal darüber nach, wenn Sie den ganzen unnötigen Plunder, der bisher Ihre Schränke belagert hat, auf dem Flohmarkt verkaufen können und sogar dafür noch einige Euro kriegen. Nein, das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Flohmarkt, solchen Flöhe kaufen. Ich mag keine Flöhe. Flöhe nerven. Aber wie schon gesagt, es geht ja nicht nur um physische Dinge, die sie loslassen sollen. Es geht auch um psychische Dinge, die sie vielleicht jetzt hinter sich lassen können. Wer es schafft, Angst und Sorgen loszulassen, der lebt danach leichter. Natürlich kann man jetzt denken, leichter gesagt als getan. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie jeder von uns Schritt für Schritt auf seinem Weg vorankommt und nach Fortschritte, wenn auch kleine, machen kann. Fortschritte, wenn ich meinen Rücken spüre, dass ich meine Rückenmuskulatur, den muss aufgrund meiner natürlichen Entspannungsposition, die ich hier einnehme, und die Füße schlafen gerade ein bisschen ein, das muss ich mal eben die Gelegenheit nutzen. Ich hasse es. Der Speicher ist nämlich leichter und fließt schneller als der Glubber. Der größte Glubber. Okay, wenn noch keine kleine. Die falsche Ernährung loslassen. Das Loslassen ist heutzutage in unserer Überflussgesellschaft wieder modern geworden. So modern, dass ich jetzt schon seit ein paar Stunden passte, dass sich sogar die Wissenschaft damit befasst hat. Die Wissenschaftler fanden dabei zum Beispiel heraus, dass gesundes Essen oder sogar Fasten im vernünftigen Maße der Gesundheit hilft, ja teilweise sogar Krebs vorbeugen kann. Ach nein, wirklich? Das ist ja eigentlich nichts Neues. Denn jeder weiß, dass gesundes Essen, wie der Name schon sagt, gesund ist. Andersherum weiß man natürlich, dass, wenn man sich nicht vernünftig ernährt, es zu gesundheitlichen Problemen kommen kann. Das Fasten, also bewusst wenig oder gar nichts essen, ist schon Jahrtausende alt und soll den Körper reinigen, aber auch die Seele entrümpeln. Loslassen bedeutet in diesem Fall also, dass man seine Essensgewohnheiten ruhig einmal hinterfragen sollte.
Gerade gestern sah ich im Fernsehen, dass über 60% der Männer in Deutschland und über 50% der Frauen übergewichtig sind. Nun kann man ja über die einzelnen Prozentzahlen streiten, wenn man aber einmal im Sommer sich auf einen Marktplatz stellt und sich die Menschen ansieht, dann weiß man, was gemeint ist. Und dazu kommt noch, dass die alle schwarz sind. Nicht alle, aber die meisten. Jetzt bin ich auch nicht der Schlankheitsapostel, der nur knochendürre Menschen auf der Straße sehen will. Fakt ist aber, dass viele übergewichtige Menschen unter ihrem Gewicht leiden. Und das sowohl körperlich als auch psychisch. Loslassen, natürlich kann man die überschüssigen Pfunde nicht einfach loslassen und sie fallen dann so von einem herab, plumps und weg, auspullern. Loslassen bedeutet hier eher, dass man von der bequemen Ernährung loskommen könnte und dass man die vielen kleinen Sünden, die auch bei mir beliebten Schokis, die Colas und die kleinen Eiskugeln in der Tüte, Schokovanille und Zimt, bitte loslassen sollte und sich eher dem gesünderen Alternativen zuwenden sollte. Den steht da nicht. Den. Wenden Sie sich wieder der herkömmlichen Ernährung zu. Das bedeutet, dass man bewusst einkaufen geht oder aufsammeln in meinem Fall. Finden und sammeln, mit nach Hause nehmen und horten, so mal genug da ist. Und mit Bedacht sein Essen zubereitet. Schnell wird man sehen, dass selbst hergestellte Nahrung wesentlich bekömmlicher ist und dem Körper gut tut. Na, Nüsse knacken. Entweder mit den Fingern, mit den Händen oder mit dem Hund. Nimmst du einen Hund in Hause? Auch sollte man die Chipstüte besser im Schrank lassen. Nee, gar nicht erst in den Schrank reintun. Ebenso die Erdnüsse oder das Bier, wenn man am Abend vor dem Fernsehen sitzt. Loslassen, in diesem Fall die falsche Ernährung, hilft dem Körper, zu viel überschüssiges Fett abzubauen, die Verdauung zu normalisieren und sich besser zu fühlen. Sie werden sehen, mit einigen Kilos weniger lebt es sich viel unbeschwerter und gesünder, ist es sowieso. Also einfach nur fasten, einen Tag in der Woche nicht essen und bis mittags, ich mach's wie Haken. Ich bemühe mich, dass Nahrungsaufnahme geschehen auf 6 Stunden am Tag zu beschränken, sodass ich bzw. mein Mund und der Rest, der danach kommt, 18 Stunden bis auf Flüssigkeiten, da weiß ich noch nicht so, nichts zu tun hat. Sehr, sehr sinnvoll. Naja. Weil dann mache ich mir keinen Kopf mehr darüber, dass ich dann, wenn ich also viel esse, weil das muss ich ja dann machen, das macht ja dann auch Spaß. Das soll ja auch so sein. Das muss so sein. Das hat mir der Edelfix gezeigt. Der Hund macht das richtig. Der isst einmal am Tag. Theoretisch, wenn er mittags nichts abkommt. Ja, mittags kannst du auch schon mal was essen. Das sind ja 6 Stunden, ja? Fängst mit Obst an. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Obst eh besser ist, wenn du das vormittags zu dir nimmst. Und Obst, ja, habe ich auch schon vorgelesen, ist, also das Fruchtwasser, das enthält, das ist einfach mal das, zur Reinigung. Obst reinigt den Körper. Obst reinigt deinen Körper. Obst reinigt deinen Körper. Äpfel. Da kannst du von August bis Juni, ach Quatsch, das ganze Jahr über kannst du Äpfel essen. Das ganze Jahr über kannst du dich reinigen. Du musst gar nichts anderes dazu essen, theoretisch. Vielleicht noch ein paar Nüsse oder so. Ja, aber ich will mir dafür keine 15 Jahre Zeit lassen, bis ich das soweit kann. Ich habe ja schon viele Jahre ohne Fleisch gelebt. So fast ohne Fleisch. Und dann wurde ich dazu genötigt, weil ich so sensibel bin, weil ich so verdammt nochmal sensibel bin. Es ist nun mal so, dass ich unter meiner sich schlecht ernährenden und lebenden Umgebung leide. Ja, ich leide darunter. Weil ich dazu neige, das alles wahrzunehmen. Ich bin ja hier, um euch das zu zeigen, dass es besser geht. Jetzt schlafen meine Füße schon wieder ein.
lassen Sie los und lassen Sie sich nicht von Ihren Pflichten zur Schnecke machen. Auch am Arbeitsplatz und im Haushalt ist Loslassen gefragt. Gerade in Deutschland wird eine hohe Anforderung an die Mitarbeiter gestellt, mehr als in anderen Ländern. Verschlimmert wird dies durch den Druck, dass man ständig im Hinterkopf hat, seine Arbeit verlieren zu können bzw. durch jemand anderen ersetzt zu werden. Denn Arbeitslose gibt es ja immer noch viele und die machen den Job möglicherweise auch für weniger Geld. Wenn ein Arbeitnehmer immer mehr unter Druck gesetzt wird und immer mehr Aufgaben übernehmen muss, so kommt es möglicherweise zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder dem berühmten Burnout. Inzwischen gibt es sogar Firmen, die Firmen untersuchen, ob es unproduktive bzw. zu langsame Mitarbeiter gibt, die man dann ersetzen kann, um den Gewinn zu optimieren. Steht da. Die Menschlichkeit bleibt dabei natürlich vollkommen auf der Strecke, denn nicht jeder Mensch ist jeden Tag zu 100% fit. Und Untersuchungen über kurze Zeiträume können das Profil eines Mitarbeiters nur falsch wiedergeben. Zudem man sowieso sagen muss, dass der Mensch keine Maschine ist, die immer zu 100% Leistung bringen kann, jeden Tag, zu jeder Zeit, egal was man von ihm will. Ich möchte das aber können. Das alles ist schon schlimm genug. Noch schlimmer ist aber, dass die Mitarbeiter diese Firmenkultur möglicherweise ungewollt verinnerlichen und so ihr eigenes Selbstwertgefühl verlieren. Ebenso verliert man schnell das Gefühl dafür, ob man wirklich gut arbeitet oder nicht. Man verliert seinen inneren Halt, fühlt sich möglicherweise zu langsam oder zu schlecht oder zu alt. Das gilt für uns alle. Ja? Egal, ob wir einen Job machen oder nicht, oder ob einfach nur unserer Berufung folgen, oder unserer inneren Stimme oder dagegen ankämpfen. Wir sind alle am Ackern. Das ist ja eben, das ist das Schlimme daran. Irgendwann denkt man, dass alles sinnlos ist. Weil man eben nicht gut genug ist für den Job. Und wenn man dann sowieso schon ein labiler Mensch ist, kommt es nicht selten vor, dass solche Menschen dann in den Selbstmord getrieben werden. Oder selbst wenn man nur eine psychische Erkrankung davon bekommt, ist das schon schlimm genug. Loslassen. Wie kann ich loslassen, wenn der Arbeitgeber mich immer mehr unter Druck setzt? Inzwischen ist auch die Medizin auf dieses Phänomen aufmerksam geworden. Es wurden Untersuchungen durchgeführt und Studien betrieben. Und wen wundert es? Die Medizin hat herausgefunden, dass Menschen für solche Stressfaktoren nicht gebaut sind. Es ist also wichtig, sich diesen Faktoren so weit wie möglich zu entziehen. Natürlich ist es nicht möglich, einfach Arbeit zu verweigern oder dauerhaft liegen zu lassen. Ebenso kann man einem cholerischen Chef nicht einfach so die Meinung sagen, zumindest nicht, wenn man seinen Arbeitsplatz nicht aufs Spiel setzen will. Jeder kann aber auch bei sich selbst anfangen. Viele Menschen wollen immer alles perfekt machen und immer zu 100% präsent sein. In einer Vorlesung hörte ich einmal, dass ein Mensch 80% seiner maximalen Leistung ohne jeden großen Aufwand dauerhaft erbringen kann. Was bedeutet das? Nehmen wir einmal an, der Mensch würde funktionieren wie ein Auto. Man kann ein Auto ohne großartige Probleme und ohne viel Treibstoff zu verbrauchen mit Tempo 100 über die Straße bewegen. Dabei tritt ein normaler, geringer Verschleiß auf. Der Motor wird aber nicht belastet. Für das Auto also kein Problem. Nehmen wir an, wir wollen jetzt mit Tempo 150 auf der Autobahn fahren. Der Motor muss wesentlich mehr Leistung bringen, der Verbrauch steigt deutlich an und auch der Verschleiß an Motor und Bremsen wird deutlich erhöht. Als letztes Beispiel nehmen wir jetzt Vollgas. Das Auto wird also getrieben, sodass es nicht mehr schneller geht. Was wird wohl passieren? Der Verbrauch ist extrem hoch, der Verschleiß nimmt wesentlich zu und so nebenbei gesagt werden Sie als Fahrer wohl auch psychisch und physisch stark beansprucht. Also, wenn ich ein Auto wäre, dann würde ich versuchen, mit Tempo 100 durch die Gegend zu fahren. Und wenn es mal sein muss, dann würde ich maximal Tempo 150 fahren. Sprints, viele kurze Sprints steigern, erhalten die Leistungsfähigkeit. Sprinten, es geht auf dem Fahrrad ganz gut. Kurzzeitig immer mal Power geben. So. Nur wieder das 3. Ein Bein, zwei Hand. Vollgas gibt es nur in lebensbedrohlichen Situationen. Muss nicht sein. Auch wenn es Spaß macht. Muss ja nicht sein.
Jetzt aber wieder zurück zum Menschen, der natürlich kein Auto ist. Noch nicht. Ich sagte oben, dass 80% der Maximalleistung eines Menschen ohne Problem dauerhaft zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann seine tägliche körperliche Arbeit dauerhaft verrichten, ohne krank zu werden. Zudem nimmt man auch keinen psychischen Schaden wegen Überlastung. In Krisenzeiten können es auch gerne mal 90% der maximalen Leistung werden. Allerdings sollte man schon darauf achten, dass solche Krisen nicht allzu lange andauern, da sie nach und nach Körper und Geist auszehren. Und wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sollte man wirklich 100 bzw. auch noch mehr Prozent geben. Da sonst alles, was man bisher hier gelassen hat, sowieso für die Katze war. Ja? Viele Arbeitnehmer sind aber bereits jetzt in der Situation, ständig 100% geben zu müssen, weil sie Angst um ihren Job haben. Dazu kommt außerdem, dass viele Menschen auch im Privatleben inzwischen auf einer ähnlichen Schiene sind. Sie wollen immer für andere da sein, sie wollen immer alles erledigen, sie wollen immer perfekt sein. Ich will nicht perfekt sein, ich bin perfekt. Ah, besser. Niemand muss immer perfekt sein. Niemand muss immer gute Laune haben. Ich will aber! Niemand muss immer für jeden anderen da sein. Wenn man das erst einmal verstanden hat, ich bin ja auch kein Mann, ist es leichter loszulassen. Nehmen Sie sich eine Auszeit. Paralleluniversum, ist wirklich so. Wenn Ihnen danach ist, stellen Sie auch einmal das Telefon ab. Backen Sie auch einmal nicht den 100% perfekten Kuchen. Auch die Fenster müssen nicht an jedem Wochenende geputzt werden. Das macht sowieso keiner. Auf der Arbeit muss nicht jede Anfrage sofort erledigt werden. Man muss auch nicht zwei Sachen auf einmal machen. Niemand muss dauerhaft, wieso nicht? Wann geht's denn weiter? Loslassen. Lassen Sie Ihren Panzer los. Heutzutage sieht man überall schreckliche Bilder. Oh, es ist ein schlimmer Text, ja? Und dann der Schrei. Es reicht meist schon, wenn man die Nachrichten im Fernsehen ansieht. Da geht es um Krieg, Unfälle, Verbrechen und so weiter. Das wissen wir doch alles. Wir müssen uns schon einen starken Panzer angelegt haben, wenn wir das alles einfach so über uns ergehen lassen können, ohne einen psychischen Schaden davon zu bekommen. Natürlich gehört der Tod oder auch Krankheiten zum Leben. Nee, das habe ich nicht gesagt. Steht da nur. Sind wir wirklich so kalt geworden? Haben wir verlernt, Mitleid zu zeigen und auf unsere Gefühle zu hören? Ja, so ist es. Ist es wirklich nötig, sich all das Schlechte der Welt über das Fernsehen ins Wohnzimmer zu holen? Lassen Sie also los, lassen Sie Ihren Panzer los. Wenn man sich einen Panzer umgelegt hat, so hilft es natürlich vor Verletzungen, aber es hindert auch, dass man Sanftheit und Wärme wahrnehmen kann. Ein Anfang zum Beispiel kann sein, dass man, so wie ich es tue, nur noch einmal am Tag Nachrichten hört oder wenn man möchte, auch einmal am Tag die Tageszeitung liest. Nee, ist doch normal, finde ich. Muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe es mir zum Beispiel abgewöhnt, ständig nebenbei Nachrichten anzuhören oder anzusehen, da mich ansonsten ständig das Schlechte der Welt, das darin vorkommt, von den positiven Gedanken ablenken würde. Lassen Sie also los. Besinnen Sie sich auf positive Dinge, sodass Sie Ihren Panzer ablegen können. Lernen Sie wieder, auf neue Dinge offen und positiv zuzugehen, ohne sie von vornherein mit übergroßer Vorsicht abzublocken. Lachen Sie wieder, lächeln Sie einen Fremden an, machen Sie ein Kompliment, auch an jemanden, den Sie gar nicht kennen. Keine Sorge, es wird schon nichts passieren, außer vielleicht, dass Sie eine positive Rückmeldung bekommen. Lassen Sie los und greifen Sie zu, wenn das Leben Ihnen wieder vermehrt positive Momente schenkt. Nehmen Sie sich doch einmal Zeit für was zum Rauchen. Nehmen Sie sich doch einmal für eine Woche vor. Ich vorlese gar nicht rauchen. Nehmen Sie sich doch einmal für eine Woche vor, das Schlimme der Welt außen vor zu lassen. Sehen Sie weniger fern, kümmern Sie sich stattdessen wieder schön ein Ding. Das ist ein Satz. Sie werden sehen, dass sich Ihre ganze Grundstimmung zum Positiven ändert. Loslassen lassen Sie auch einmal den Ernst des Lebens los. Normalerweise muss man ja, wie auch immer, oder aus welchen Gründen auch immer, wenigstens etwas darauf achten, wie man in der Öffentlichkeit auftritt und wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. Das ist ein Teil unseres gemeinsamen sozialen Lebens, denn ohne gewisse Regeln würde es auf Dauer nicht funktionieren. Ich habe auch eine Regel, jeden Monat, manchmal sogar zweimal. Wir auch haben die sozialen Regeln, die man teilweise ruhig auch als Zwänge bezeichnen kann. Auch den Nachteil, dass man sich zu manchen Spaß entgehen lassen muss, wenn man denkt, dass man so etwas nicht macht.
wichtig ist deshalb, dass man auch einmal über die Stränge schlägt und verrückt sein darf, wenn die Zeit dazu da ist. So wie bei ständig wiederkehrenden körperlichen Bewegungen, die zu einer einseitigen und meist schlechten Entwicklung führen, ist es auch bei seelischen Dingen. Wenn man immer nur das Gleiche denkt und das Gleiche macht, verliert man den Spaß daran und es bildet sich ein nach und nach. Und es bildet sich nach und nach ein negatives Lebensgefühl auf. Deshalb muss man auch einmal aus sich heraus können, muss den grauen Alltag hinter sich lassen dürfen, auch einmal Sachen machen dürfen, die sonst verboten sind. So wirft man die Langeweile raus aus dem Leben und man findet wahrscheinlich überwiegend positive neue Impulse. Vertrauen Sie da ruhig auf sich. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen etwas Spaß machen könnte, dann versuchen Sie es. Umgekehrt werden Sie wahrscheinlich nichts versuchen, was Ihnen nicht gefällt. Ich bin die Vorleserin. Das Gehirn bekommt neue Inspiration und neue Fantasien. Möglicherweise kann man dadurch auch Ängste oder andere negative Empfindungen abbauen oder sogar überwinden. Abwechslung tut immer gut, man muss sich meist nur trauen und den ersten Schritt tun, dann geht der Rest wie von alleine. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr in Amerika war und irgendwann das Thema aufkam, ob man nicht reiten gehen wolle, jetzt in dem Moment bildet sich hier ein Vakuumgefühl in meinem Magen. Ich möchte den Absatz vorlesen. Ich hatte auch vorher was anderes gedacht. Nun ja, entspannt sich. Ob man nicht reiten gehen wolle, so wie echte Cowboys eben. Nun bin ich nicht unbedingt die Sportskanone unter Gottes blauem Himmel und mit Pferden hatte ich auch noch nie etwas am Hut. Ausgenommen vielleicht dem Schaukelpferd in meiner Kinderstube. Aber so ein richtiges, echtes und vor allem großes Pferd ist dann doch etwas anderes, besonders wenn man dann tatsächlich davor steht und es darum geht, wie man denn nun da hochkommt und im zweiten Schritt vor allem auch da oben bleibt, ohne im dritten Schritt einen möglichst großen Absturz zu erleben. Wie dem auch sei, ich saß irgendwann auf diesem Pferd, das übrigens Vegas hieß, und ritt in einer kleinen Gruppe fast 2 Stunden an der Westküste entlang. Das Foto oben ist übrigens genau dort entstanden. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, wie schön das sein kann. Und tatsächlich könnte ich mir inzwischen sogar vorstellen, noch mit Reitunterricht zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt immer wieder Dinge, die man einfach einmal machen muss, wenn die Zeit dafür da ist, auch wenn man sie wahrscheinlich im normalen, alltäglichen Leben nie machen würde. Und so wie ich gemerkt habe, dass das Reiten möglicherweise eine Bereicherung für mein Leben sein kann, so können Sie, wenn Sie sich nur trauen, wahrscheinlich ebenfalls noch viele wunderschöne Sachen herausfinden. Wenn Sie sich einfach trauen, den ersten Schritt zu tun und es einfach auszuprobieren. Oder eben, wenn Sie einfach mal auf die gesellschaftlichen Konventionen pfeifen und etwas tun, was man eigentlich nicht macht. Und selbst wenn man nicht gleich ein neues Hobby oder eine neue Beschäftigung für sich sucht, so ist doch für die Psyche sehr erfrischend, wenn man einfach einmal an einer ausgelassenen Feier teilnimmt. Wenn man zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit mit einem total abgedrehten Kostüm zu einer Veranstaltung geht und versucht, jenseits der alltäglichen Konvention möglichst viel Spaß dort zu haben. Ja, ich will auch. Ich will Spaß haben. Ich will unter Menschen sein und Spaß haben. Ich möchte ein lachendes Gesicht erblicken können, damit ich weiß, dass ich noch lebe. Das gibt ein Gefühl der Freiheit und es trainiert den Geist, sich auch einmal auf neue Dinge einzulassen, ohne dass man gleich selbst ein schlechtes Gefühl dabei hat. In diesem Sinne versuchen Sie, sich immer dann freie Räume für neue Inspirationen zu nehmen, wenn immer sich die Möglichkeit dazu bietet, und denken Sie nicht daran, was der Nachbar wohl darüber denkt. Lassen Sie los, achten Sie mehr auf sich und weniger auf Dinge. Entdecken Sie Ihren Körper wieder als Tempel, in dem es sich zu leben lohnt. In unserer modernen Welt scheint es ja normal zu sein, dass man so nach und nach immer mehr Dinge um sich herum ansammelt. Und dann fängt es an zu brennen und dann ist das alles weg. Viel Umziehen hilft auch.
Natürlich ist es bewundernswert, wie weit sich die Technik in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und was es deshalb für tolle Sachen um uns herum gibt. Es gibt die tollsten Computer, wunderbar nützliche Maschinen, ganz tolle Autos, Fernseher, Telefone, Uhren, Spiele und so weiter und so fort. Leider scheint es jedoch bei vielen Menschen so zu sein, dass sie vor lauter neuen Sachen vergessen haben, wer und was sie eigentlich selber sind. Es wird nach immer mehr gestrebt oder nach Besseren geschaut. Dabei entwickelt sich unsere Wegwerfgesellschaft immer weiter und das Schlimme daran ist, dass auch wir uns selbst dadurch immer weiter selbst entwerten. Oder wann haben Sie zum Beispiel einmal darüber nachgedacht, dass es wohl ganz gut wäre, wenn Sie einmal einen Tag nur für sich verbringen und zum Beispiel Sport, Yoga, Sauna oder allgemein Wellness für den Körper und die Seele machen? Ich will auch. Genau, in die Badewanne. Ist nämlich sauber. Man muss mich schon überreden, in die Wanne zu steigen. Muss schon schön sein, dass ich das mache. Ich habe Lust. Dann kann ich dann wieder meine Mütze absetzen, weil mir nachher auch nicht mehr ganz so schrecklich aussehen. Normalerweise ist es doch eigentlich eher, wenn man darüber nachdenkt, ob man shoppen geht oder Fernsehen guckt. Nicht, dass ich jetzt die Wunder der modernen Welt verteufeln will. Und dann denken wir zum Beispiel darüber nach, wie die Autos unsere Welt komplett verändert haben. Ich hasse sie. Welch ein Segen, dass Fernsehen zu bestimmten Zeiten sein kann. Wie wunderbar es ist, wenn man zu jeder Zeit per Handy jeden Menschen, den man erreichen will, erreichen kann. Und natürlich ist zumindest teilweise unsere Welt dadurch auch besser geworden. Ach echt? Und wie auch immer, bei allen Dingen ist es auch hier so, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Wir hören immer weniger in uns selbst hinein und achten immer seltener darauf, was uns eigentlich unser Körper und unsere Seele sagt, was für sie wichtig ist. Wenn der Körper oder die Seele direkt zu uns sprechen könnten, würden sie bestimmt nicht sagen, dass wir jetzt wieder ein neues Telefon brauchen oder dass wir schon wieder den Abend vor dem Fernseher mit der Chipstüte verbringen. Wenn sie sprechen könnten, würden sie eher sagen, dass man sich ruhig etwas mehr bewegen können sollte und dass sich abends mit Freunden treffen soll, sodass ein positives Gefühl entsteht. Ja. Des Weiteren könnte man einmal darüber nachdenken, wofür man eigentlich sein Geld, für das man dort arbeiten muss, ausgibt. Das ist das Wichtigste. Natürlich kann man sich der Zivilisation nicht verschließen und man soll ruhig auch in unserer technischen Welt teilnehmen. Open Source. Ich teile das hier. Das ist die Kommunikationsstation, wie ich es nennen möchte hier, ist Open Source. Davon allen genutzt werden. Das ist im Allgemeinen so. Das sind nur 57 so. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob es normal ist, dass man, speziell in Deutschland, immer fordert, dass das Essen günstig sein soll und dass gleichzeitig immer mehr Luxusgüter verkauft werden? Wäre es nicht sinnvoller, wenn man sich wertvoll ernährt und wenn dann noch was übrig ist, sich die Freuden des Lebens gönnt, Herr König? Es gibt den Spruch, ohne Gesundheit ist alles nichts. Treffender kann man es wohl kaum sagen. Man kann noch so in Luxus schwimmen, aber wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann verliert alles andere seinen Glanz. Dinge machen nicht glücklich. Dinge machen nicht glücklich. Was halten Sie davon, wenn Sie einmal, sagen wir, für eine, das habe ich meinen Eltern mal gesagt, 2 Wochen sollten die mal Urlaub im Fernsehen nehmen, können die nicht. Was halten Sie davon, wenn Sie einmal, sagen wir, nur für eine Woche weniger Fernsehen, weniger shoppen gehen, sich weniger um Ihr Auto kümmern oder um Ihren Computer und das Handy und das Videospiel können ruhig einmal öfters in der Ecke liegen bleiben. Dafür treffen Sie sich mit Freunden, jetzt muss es mal Freunde haben, die auch Zeit haben, die sich auch mit dir treffen wollen. Gehen schön essen, vielleicht gehen Sie auch einfach einmal spazieren oder wenn es ganz hoch kommt ins Fitnessstudio. Kurzum tun Sie eine Woche lang mehr für Ihren Körper und Ihre Seele.
Lesen Sie ein Buch, setzen Sie sich vollkommen sinnlos in die Sonne, schlafen Sie mal aus, frühstücken Sie bis zum Mittagessen, brummeln Sie durch die Stadt, treffen Sie sich auf einen Kaffee, machen Sie einen Mädelsabend, machen Sie einen Männerabend, noch besser einen gemischten Abend. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sie werden sehen, dass das Leben jenseits unserer modernen Technik noch so viel zu bieten hat, was uns bereichert. Versuchen Sie es, besuchen Sie es. Loslassen. Lassen Sie auch mal den Fernseher aus. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass es immer und überall eine Dauerberieselung von irgendwoher gibt, sei es durch Musik oder Bilder? Wer kennt das nicht? Man geht in ein Kaufhaus oder in einen Laden und ständig läuft irgendwo Musik. Inzwischen hängen sogar vielerorts Monitore, auf denen man mit Werbung zugedröhnt wird. Ziel ist es natürlich, zum Kauf animiert zu werden. Ich persönlich finde das schon schlimm genug. Noch schlimmer finde ich es, wenn auch im privaten Bereich ständig irgendeine Musik laufen muss oder immer der Fernseher läuft. Haben Sie schon einmal mit Fasten probiert? In diesem Fall Fernsehfasten. Versuchen Sie es einfach mal. Schalten Sie das Radio und den Fernseher wirklich nur dann an, wenn Sie gezielt etwas sehen oder hören wollen. Sie werden sehen, dass Ihre Augen und Ohren sich auf völlig neue Dinge konzentrieren, beziehungsweise dass auch einmal Ruhe in Sie einkehren kann. Bilden Sie sich wieder eigene Fixpunkte in Ihrem Leben, also Punkte, auf die Sie sich konzentrieren, und lassen Sie die Mainstream-Medien möglichst außen vor. Werden Sie zu Ihrem eigenen Programmgestalter, zum Gestalter des Programms in Ihrem Leben. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man nicht unbedingt jedes Erdbeben in aller Welt mitbekommt. Aber mal ehrlich, muss man das alles wirklich wissen? Ist es nicht viel wichtiger zu wissen, was in der eigenen Familie vorgeht? Na, meine Brüder, die ja nicht meine Brüder sein wollt oder könnt, oder keinen Kontakt zu mir habt. Wollt ihr mal wissen, wie es eurer Schwester geht? Ja. Ihr Christians dieser Welt, die ihr alle meine Brüder seid. Was im eigenen Dorf passiert? Oder was man ansonsten außer Fernzusehen abends noch machen kann? Ich musste früher immer schmunzeln, wenn 9 Monate nach einem Stromausfall plötzlich ganz viele Babys auf die Welt kamen. Was bedeutet das? Ganz einfach. Wenn der Strom da ist, sitzt man lieber vor dem Fernseher, als sich um seinen Partner zu kümmern. Und wenn der Strom dann mal weg ist, sprich der Fernseher ausbleibt, dann hat man plötzlich wieder Lust auf Liebe. Ist das nicht schlimm? Ich bete für den Stromausfall. Ich bete für den Stromausfall. Oh, mein Magen. Ich müsste mal was trinken. Ach ja, einen grünen Tee, cool. Ein anderer Aspekt, den man noch beachten muss, ist der, dass in den Medien auch Meinungen gemacht werden. Das heißt, ihnen wird eine Meinung untergeschoben, die wem auch immer nützen soll. Ich fand es damals zum Beispiel ganz besonders schlimm, als es darum ging, ob ein Krieg gegen den Irak begonnen werden soll oder nicht. Und was sah man für schlimme Bilder und wie wurde Meinung gemacht, dass dort die schlimmsten Kriegsverbrechen stattfinden und natürlich chemische Waffen da sein müssen? Naja, das war eine Behauptung und die mussten sie dann erfüllen. Abgesehen davon, dass ich mir solche schlimmen Bilder nicht wirklich auch noch in meine Wohnung holen muss, stellte sich natürlich heraus, dass solche Waffen, wegen denen der Krieg dann schließlich auch begonnen wurde, nicht vorhanden waren. Es starben hunderttausende Menschen. Und das war nur ein Beispiel von vielen. Es ist wichtig, sich einer solchen Dauerberieselung auch entziehen zu können, sodass man sich mit eigenem Verstand eine eigene Meinung bildet. In diesem Sinne, lassen Sie den Fernseher auch einmal aus. Breaking Bad. Ich möchte jetzt noch ein Musikstück spielen, so als Include Copyright. Ich kann meine eigene Musik nehmen.
Da habe ich keine Copyright-Probleme. Nee, ich mache was anderes. Nicht du. Ja, die fehlen. Das sind diese Rollen. Dann geht doch. Thank you.
Bin ich mal gespannt.